Und damit herzlich willkommen zurück. Deltas, was gibt's? Sushi, Reality TV, ein Traum. Ja, du hast Fotos von Sushi aus 50 verschiedenen Perspektiven gepostet. Du solltest dich geehrt fühlen. Das ist Qualitätscontent. Aha. Du musst deinen Wagen abholen. Ich schick dir den Standort. Das ist angekommen. Aber nicht. Sonst noch Infos? Nein. Der Kunde war vage. Er erzählte was von Enteignungen. Unverhofft kommt oft. Und das Verhoffte auch. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt Cops am ES. Und ich weiß nicht, wie gut ich die loswerde. Was muss ich eigentlich machen? Na, im Rennen 45 Sekunden lang auf dem 8. Platz. 3 Cops bei einer Lieferung für Tests ausschalten und 3 Plakatwände während einer Fahndungsstufe von 3 oder höher zerstören. Naja, die Fahndungsstufe. Die Fahndungsstufe habe ich ja auch ohne eine Verfolgung, ne? Aber es geht schon darum, dass ich eine Verfolgung habe, oder? Au. Ja, Mama, bitte nicht, danke. Schade. Ich habe zugegebenermaßen natürlich noch wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Hui. Leider bin ich natürlich. Ach, fuck, falscher Weg. Au. Auf der Autobahn ist natürlich der perfekte Ort, um die loszuwerden. Schade. Wie kann der das überlebt haben? Der ist doch gerade astrein. Scheiße. Jetzt sind natürlich noch mehr Cops am Ass. Pass auf, wo müssen wir eigentlich hin? Warum? Okay, pass auf. So. Du bist vor mir. Ja, pass auf, wir fahren jetzt hier einfach. Es war doch hier, ne? Ja, müsste hier gewesen sein, hier irgendwo. Au. Bisschen. Da fahren wir jetzt rein und dann gucken wir, wo es hingeht. Ja, pack du mal. Such du mal. Gut, wir müssen jetzt natürlich da hoch. Und ich hoffe jetzt einfach so ein bisschen, dass die Cops da gerade nicht mehr sind. Ja, Pflicht schmicht, sage ich immer nicht. Wieso steht das Ding in einem. Wenn das jetzt ein Tesla ist, ne? Achso, fuck. Meine Güte. So. Bies dich da mal. Servus. Was kriege ich denn hier für ein Auto? Planierraupe? Ja, auch cool. Ein F-150. Fühle ich jetzt nicht so. Bin ich early? So, was soll ich hier machen? Cops zerstören, ne? Liefere den Wagen ab. 15.000, wenn er unbeschädigt ist, ja. Er wird nicht unbeschädigt sein. Plakat, wenn. Ne, warte. 3, ja. 3 Cops ausschalten. Tess, ich hab den Wagen. Die Cops sind mir auf den Fersen. Wie in dem Film.
meinst du? Und täglich grüßt das Murmeltier? Nein, Little Women. Das ist nicht dasselbe, Tess. Davon gibt's nur viele Remakes. Egal. War gerade woanders drauf konzentriert. Okay, wir fahren die Autobahn hoch und runter. Das ist zum Verlieren der Cops eh mit das Beste. Vor allem zum Zerstören, wenn wir ehrlich sind. So, einen haben wir schon mal. Zwei. Dass ich das schadenfrei überlebt habe, ist ein Wunder. Möchte ich mal anmerken. Bomb. Wo kommt denn der Allradwagen her, Alter? Wir müssen unsere Jagd gleich abbrechen. Kannst du bitte irgendwo reinfahren? Ich bin vor der Verhandlung und bremse es auf. Ja, wäre dir sehr verbunden, wenn du irgendwo reinfahren könntest, hör mal. Wir sind ja nur Stufe 4. Schade, ich hatte gehofft, dass er hier oben bleibt. Ehre. Wo ist denn hier die nächste Tanke? Da. Dann drehe ich mal kurz um. Ich war jetzt gerade schon wieder fast dabei, so, ja, ich gehe mal kurz ab. Nein, Fisch. Nein, du reparierst erst die scheiß Karre. Macht viel mehr Sinn. Immer das viel mehr Sinn, weil Geld. So. Das ist schön, dass es lächerlich war. Mir gefällt es sehr gut. Zack. Ehre. Das war eine gute Aufgabe. 15k. Schön viel Asche. Der mit dem Enteignungsunternehmen sagt, der Wagen wäre unversehrt. Tess, kein Witz, das war seltsam. Fast als wäre jemand mit mir im Wagen. Gruselig. Der Anrufer sagt, der Enteigner wäre nie aufgetaucht. Vielleicht entführt. Ach, muss das denn immer sein? Ich weiß gar nicht, was du hast. Tschüss, Tess. Okay, wir haben also gerade wahrscheinlich eine Leiche durch die Gegend gefahren. Sehe ich das richtig? Also, die Anspielung war schon strong, ne? Gut, das ist ein S-Rennen, dann haben wir hier A+, S, S. Die machen wir, denke ich, alle. Gut, dann schauen wir erstmal, dass wir das da machen. Takeover in S. Warte mal. Ein Takeover in S mit unserem Wagen als Cover-Car. Cool. Fühle ich. Wie gesagt, ich denke, ich werde das Speedhunters Tuning nehmen und dann so ein bisschen umbauen, weil mir das nicht so hundertprozentig gut gefällt. Ich finde den Spoiler zwar extrem geil, aber ich möchte eigentlich nicht den gleichen Spoiler haben wie hier. Und mir gefällt sich, dass er noch im Glas fest ist. Sieht zwar so ganz cool aus, aber so. Das machen wir mit diesem wunderschönen Auto hier. Mag den echt, echt gerne. Ja, ist ja zum Glück ein Takeover. Das heißt, da gehe ich von aus, dass wir das schaffen. Auch wenn wir dafür jetzt mit Sicherheit kein optimales Auto haben. Ich meine, wir fahren den gerade zum ersten Mal. Ich glaube auch ehrlich gesagt gar nicht, dass der sich zum Tuning eignen würde. Und ich weiß auch nicht, warum das hier ein Hybrid ist. Weil es ja... Warte mal, das ist ein Polestar 1 sogar, ne? Ich bin dumm, natürlich ist das ein Hybrid. Das ist ja auch wirklich nur ein Hybrid. Ich dachte, es wäre ein Polestar 2 die ganze Zeit, aber es ist ja ein Polestar 1. Der Polestar 1 ist auch echt hoch für so ein Auto, ne? So.
Nee, das wollte ich alles nicht. Das hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Das war ungünstig, im besten Fall, könnte man sagen. Problem ist, ich habe mal wieder nicht darauf geachtet, dass ich gerade nur Boost gebe und Boost bringt einem keinen Boost. Also bringt einem den Multiplikator Boost nicht hoch. Ist ja logisch, ne? Also warum sollte einem der Boost den Multiplikator Boost hochbringen? Verstehe nicht, wie man darauf kommt. Okay. Hätte man noch weniger treffen können, bin ich ehrlich. Kappa. Gut, beim nächsten Mal. Habe ich stehen lassen. Extra Kappa. Gut, und bei dem Sprung über die Dingens muss ich beim nächsten Mal auch ein bisschen langsamer machen vielleicht. Denn ich treffe zu wenig. Letzte Runde. Wir haben 100.000, dann müssen wir noch 20.000 machen. Das sollte entspannt sein. Wenn alles so läuft wie bisher, machen wir 50 in der Runde. Sollten wir so bei 150 rauskommen. Da hätte man auch wieder kaum weniger treffen können, bin ich ehrlich. Das war nicht der Sprung, den ich dachte. Zack, schön weggemacht. Das hier ist der Sprung. So, wunderschön. Dann machen wir hier noch ein paar Schildchen weg. Und haben 144.000 Punkte immerhin gemacht. Entspannt, würde ich sagen. Ja, ist okay, Bruder. Erzählst du jedes Mal. 146.000 Punkte sogar, Ehre. 20k gemacht. Und wir machen jetzt weiter mit dem Schmutz da drüben. So, ich würde sagen, das startet ungefähr da, wo es aufhört. Das ist gut. Das ist jetzt auch nicht weit davon entfernt. Das ist auch mega nah. Das ist auch mega nah. Und das ist auch mega nah. Das ist ja irre. Das machen wir nicht. Ich habe gesagt, wir machen alle, wir machen nicht alle. Ich glaube, wir machen als erstes das hier. Weil das ist, wo ich am ehesten glaube, dass ich nicht packe. Genau. Ne, weil ist ja ein Drift. Und Driftrennen haben wir, glaube ich, bis jetzt noch kein einziges bestanden. Okay, Auto lenkt überhaupt nicht. Ich muss mich natürlich mit dem Auto jetzt hier auch erstmal so ein bisschen anfreunden. Die Karre ist theoretisch zumindest ultra schnell. Leck mich. Ich hatte gehofft, dass das nicht passiert. Scheiße. Scheiße, jetzt muss ich den Dreck verlieren, ey. Was für Schmutz. Könnte mal Gegenverkehr kommen, vielleicht? Plötzlich kommt hier eine Tankstelle. Okay, wo fahren wir hin, um die loszuwerden? Kurz auf der Autobahn, rechts, rechts. Achso, warte mal. Kurz auf die Autobahn, rechts, rechts.
würde ich sagen. Weil ich gerade sagen muss, die kommen überhaupt nicht hinterher. Irre. Alle Wagen nach Lake Virgil. Zielperson entwischt. Die Jagd beginnt. Im Blickfeld. Arbeite zusammen und holt euch die. Zentrale, der Weg ist die Verfolgung auf. Die Aufpassung wird sich verschwunden. Zielperson bei Edgewater untergetaucht. Easy game. Gut. Wir starten das. Mit dem. Und ich wette nicht. Ist mir zu groß das Risiko, dass wir verlieren. 75.000 Punkte. So, das Problem ist, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie Driften funktioniert in diesem Spiel. Ich glaube, im Endeffekt funktioniert es immer noch viel über hin und her wobbeln. So, ich bin mir gerade unsicher, ob wir 6000 Punkte haben oder 6000 mal 4. Aber ich glaube, wir haben 6000. Also jetzt 8000. Das ist halt echt nicht so viel ist. Wenn wir jetzt 9000 mal 4 haben, wäre das gut. Oder 10.000, weil dann hätten wir es ja fast geschafft. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube fast nicht. Okay, doch. Wir hätten tatsächlich die 10.000 mal 4 gehabt, aber wir müssen den Scheiß halten, glaube ich. Okay. Da wollte ich zu viel mit dem Drift. Also mit dem Boost aus dem Drift raus. Das war nicht so smart. Warte mal, kann ich so machen? Ich kann so machen. Das ist, glaube ich, erstmal ein guter Start, oder? Weil dann komme ich richtig, richtig schnell in die Kurve hier rein. Und verliere direkt erstmal die ersten Scheiß. Was für Combo-Bonus, Bruder? Hä? Okay, man verliert aber echt schnell seine Combo. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so funktioniert, wie ich dachte. Auto, willst du auch noch querfahren, bitte? Habe ich ausgestellt, dass man driften kann? Ich kann. Kann ich hier Einstellungen machen? Fahren. Ne, ich glaube, Einstellung am Dingens kann ich jetzt hier nicht mehr machen, oder? Spiel. Ne, ich glaube, das geht nicht mehr. Ich muss den schon richtig um Kurven prügeln jetzt leider.
So, obwohl ich echt viel auf Drift inzwischen gegangen bin, driftet das Auto halt nicht so richtig, richtig geil. Okay, das heißt, auf die Punkte, die man da oben angezeigt kriegt, kriegt man dann seinen Multiplikator drauf gerechnet und man darf den einfach nicht verlieren und nicht kaputt fahren. Dann ist Driften gar nicht so schwer, wie ich die ganze Zeit dachte. So, jetzt haben wir ganz kurz hier Handling-Abstimmung, das ging eben nicht, oder? Ja, okay, das ist Vollgas auf Drift. Traktionskontrolle ist ein, ja okay, die muss ich dann ausmachen. Gut. Aller Ehre, Alter. Driften macht ja dann gar nicht so schlimm wenig Spaß, wie ich erwartet habe. Gut, dann machen wir jetzt hier ein Duell. Duell. Ich wollte gerade sagen, lass mich bitte hier unten langfahren. Ich hätte nämlich echt wenig Bock darauf gehabt. In Richtung Helikopter mehr zu fahren. Ja, ich glaube, dann machen wir morgen in dem Part hiermit weiter. Wie viele Sachen habe ich eigentlich geschafft? Fast nichts, okay. 45 Sekunden auf dem 8. Platz. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!